Ich bin in Chemnitz an dem Ort, an dem ein Mensch zu Tode gekommen ist, mutmaßlich erstochen wurde. Die Tat liegt jetzt eine Woche zurück. Viele hier kannten den getöteten Daniel nicht, kommen gar nicht aus Chemnitz. Ich erkenne Michael Stürzenberger, früher CSU-Mitglied. Bitte wenigstens 5 oder 10 Meter für den Platz zu gehen. Es ist ein Trauerplatz. Heute organisiert er einen eher erfolglosen Pegida-Ableger in München, ist vorbestraft wegen Beleidigung und Volksverhetzung. Mit wie vielen Leuten sind Sie aus Bayern gekommen? 9. Ja. Und die waren sofort bereit, hier Chemnitz. Ja, und schauen Sie her, er hat einen Davidstern im Hals und ein Kreuz. Er ist hier von Pegida München. Wir stehen wirklich an der Seite der Juden. Wir stehen an der Seite aller Ausländer, die hier integriert sind. In der AfD sind so viele Ausländer. Er will heute zum AfD-Trauermarsch. Ausländer lerne ich dort im ersten Moment nicht kennen, sondern Roger Behkamp. Auch kein Chemnitzer, sondern AfD-Landtagsabgeordneter aus Nordrhein-Westfalen. Gut vorbereitet, mit klarer Botschaft. Mein Freund ist Sachse. Ich frage mich, warum er hier ist. Liegt es auch so ein bisschen daran, dass Sie in Nordrhein-Westfalen nicht so viel Zulauf bekommen, wie Sie jetzt Zulauf bekommen? Also es liegt einfach daran, dass es in Chemnitz passiert ist und in Chemnitz gerade vielleicht so eine Art Wendepunkt auch ansteht, eine Wendezeit vielleicht anbricht. Deswegen sind wir in Chemnitz, wir wären auch sonst wohin gefahren. In der Stadt wird es hektisch. Auch so wird am Abend von AfD und Pro Chemnitz um Daniel getrauert. Die AfD und Pro Chemnitz können ihren Trauermarsch nicht fortsetzen. Herz statt Hetze ist es gelungen, die Demonstrationsroute zu blockieren, symbolisch mit dem Grundgesetz und ganz real mit zivilem Ungehorsam. Ich treffe Michael Stürzenberger wieder, aufgeregt. Ist da vorne eine Blockade? Ja. Da scheint eine Blockade zu sein, ja. Auf der Seite vom AfD-Trauermarsch geht es inzwischen mehr um Wut als um Trauer. Das ist eine angemeldete Versammlung. Das ist eine Straftat, was da abläuft. Wenn die nicht beiseite räumen können oder wollen, dann muss eine Ersatzroute bekannt gegeben werden. Und zwar pronto, schnell. Es wird Abend. Die Demonstration ist eigentlich beendet. Für mich als Journalisten und viele meiner Kollegen wird es ungemütlich. Der angereiste Roger Behkamp von der AfD in NRW nimmt mich gegen andere Demonstranten in Schutz. Glauben Sie nicht, dass Sie eine Eskalation hier so ein bisschen mitgewirkt haben? Also ich glaube nicht, dass ein Trauermarsch, der friedlich und still vonstatten geht, geeignet ist, irgendwas zu eskalieren. Im Gegenteil, das ist eine Gelegenheit, einfach mal zu zeigen, worum es geht und dann andere Gruppen leider darauf aufspringen und das massiv stören. Bis hierhin war er noch freiwillig zusammen mit denen, die jetzt das Bild von einer angemessenen Trauerveranstaltung stören. Für mich ist die Bilanz des Tages, um Trauer geht es vielen hier nicht. Die Rechtspopulisten von Pro Chemnitz wollen auf jeden Fall weitermachen.